Soweit der Bundeskanzler in der Berliner Abendschau live aus der Urania. 20.15 Uhr heute Abend. Das ist ein Termin im ersten deutschen Fernsehen. Es ist nämlich nach einjähriger Pause wieder soweit. Robert Liebling aus Kreuzberg kommt wieder. 13 neue Folgen. Liebling Kreuzberg. Der beste Anwalt der Stadt, schüchtern, sagen zumindest in dieser Serie manche Frauen, er hat sicher Bindungsangst gegenüber Frauen, aber er ist voller Gerechtigkeitssinn und voller Schlagfertigkeit. Werner Masten führt Regie, Manfred Krug spielt den Anwalt, sein Freund, sein jahrzehntelanger Freund, Jurek Becker hat die Drehbücher geschrieben mit ihren witzigen und glasklar fließenden Dialogen, die ja auch den Schauspielern Spaß machen. Man merkt das in jeder Folge, so wie bei einem kurzen Ausschnitt, den wir Ihnen heute Abend hier vorführen wollen, mit Manfred Krug, mit Michael Krausch und mit Diana Körner als Staatsanwältin. Na gut, also dann sage ich es mit anderen Worten. Ich finde Ihre Methode hier so faul, dass ich Lust hätte, Sie vors Ehrengericht zu schleppen. Die Zeugen, die Sie da plötzlich aus dem Ärmel schütteln, die existieren doch gar nicht. Mit denen wollen Sie doch bloß den Betrieb aufhalten. Man kann mit der Frau nicht normal reden. Entweder sie blafft einen an oder sie redet ein derart wirres Zeug, dass sie es selber nicht versteht. Genauso, wie ich es Ihnen vorher gesagt habe. Genauso, wie er vorher gesagt hat. Irgendwie müssen Sie herausgekriegt haben, dass der Richter morgen früh in Urlaub fährt. Und nun wollen Sie mit aller Gewalt Ihre Bedingungen durchsetzen und das Verfahren kaputt machen. Der Mann fährt morgen früh in Urlaub? Das ist ja ein dickes Ding. Das ist ja ein Ding. Jetzt verstehe ich auch, warum der so endlos lange verhandelt. Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie können nicht mal anständig heucheln. Also was denn nun? Entweder wir verstellen uns die ganze Zeit, dann können wir anständig heucheln. Oder, mit Verlaub, Sie reden schon wieder wirres Zeug. Haben Sie was zu rauchen? Das nur wirklich nicht. Was anderes habe ich nicht und Dr. Arnold ist nicht Raucher, ne? Mehr ab 20.15 Uhr im Ersten bei uns zu Gast im Studio der Drehbuchautor Jurek Becker. Das minimiert eigentlich ein wenig das, was Jurek Becker macht. Er ist Schriftsteller, sicherlich einer der anerkannten deutschen Erzähler, deutschsprachigen Erzähler der Gegenwart. Ja, klingt da, gut. Da lasse ich nichts drauf kommen. Herr Becker, Taschenpfändung heißt die erste Folge heute. Was ist denn das? Das ist eine Pfändung bei jemandem, der nicht zahlen will, der zufällig, also der, wenn der Gerichtsvollzieher kommt, nie greifbar in seiner Wohnung ist und den man mal erwischt und der das auspacken muss, was er zufällig bei sich hat. Ah ja, das ist heute Abend, glaube ich, ein zahlungsunwilliger Vater, deren... Das ist richtig. Ja? Okay, gut. Mehr ab 2015. Ja, ich stelle nun mal, ich komme gar nicht drum herum, die Frage, die nur immer wieder gestellt worden ist. Ein Schriftsteller, der zum Beispiel Jakob der Lügner geschrieben hat, der gut und ja auch leidlich erfolgreich ist, so erfolgreich wie man Schriftsteller sein kann, schreibt nun Serien. Die Gefahr, dass man zu viel mit der linken Hand schreibt, Sie haben es, glaube ich, selber einmal gesagt, und dann nicht mehr mit der rechten schreiben kann. Also das ist ja eher Currywurst als hohe Literatur, oder? Das, dagegen wäre ich mich entschieden. Also erstmal, ich schreibe keine Serien. Das ist die erste meines Lebens und wahrscheinlich auch die letzte. Ich gebe mir alle Mühe, nicht mit der linken Hand zu schreiben. Die bisherigen Resultate lassen mich hoffen, dass das sichtbar wird. Das ist eine andere Arbeit, das ist wohl wahr. Ich habe Drehbuchschreiben gelernt. Ich war eine ganze Menge von Jahren in der DDR Drehbuchautor bei der DEFA. Und danach erst habe ich Romane geschrieben. Ich bin also zeitweilig zu meinem ursprünglichen Beruf zurückgekehrt. Das war am Anfang ja überhaupt nicht. Der Anfang des Schreibens bei Ihnen war als angestellter Szenarist Das ist richtig. Als ich frisch von der Universität geflogen war, war das erste Geld, das ich verdient habe, durch Drehbuchschreiben. Nun basieren ja offenbar die Fälle von Liebling Kreuzberg auf tatsächlichen Vorgängen. Nicht alle. Nee. Das ist ein Mischmasch aus Fantasie, aus Hirngespinsten, aus fachlicher Beratung und aus Akteneinsicht. Das, was Sie da sehen, ist aus all dem zusammengekocht. Manfred Krug, ich habe das schon gesagt, ist Ihr langjähriger Freund. Ist sicher nicht übertrieben zu sagen. Der kommt ja auch vor, wenn ich das richtig sehe, in Ihren Büchern. Also wenn ich da denke an aller Welt Freund, an aller Welt Freund, da trinkt der, dem es nicht gelingt, sich das Leben zu nehmen, eines Abends ja wohl mit seinem Bruder. Und der heißt Manfred natürlich. Ne? Also dass Krug mir nahesteht, lässt sich nicht verleugnen. Dass dieser Name mir öfter einfällt, liegt auf der Hand.
Ich würde die Interpretation aber doch zurückweisen. Das geht ein bisschen weit zu sagen, dass er in meinen Büchern andauernd vorkommt. Ich nehme das auch insoweit zurück, als eben autobiografisches bei einem Schriftsteller immer mit vorkommt. Richtig ist, dass er andauernd in dieser Rolle vorkommt. Ich meine nicht nur als der das spielt, sondern ich glaube, dass die Figur des Liebling viel mit Krug zu tun hat. Mhm. Ist ihm auf den Leib geschrieben, um es banal das zu sagen. Das heißt so, ich weiß nicht, was das bedeutet. Sagt man so. Aber während ich ihn schrieb, konnte ich nicht verhehlen, dass ich Krug, der ihn spielen wird, sehr gut kenne. Gut, also in knapp einer halben Stunde mehr von Liebling Kreuzberg, nämlich die erste Folge dieser Fernsehserie von 13 Folgen. Ihnen viel Spaß heute Abend weiter beim Fernsehen. Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.